Herzlich willkommen in diesem It's Talk Nummer 2, bei dem wir uns mit dem Thema Medienentwicklungsplanung auseinandersetzen wollen. Und wie Sie hoffentlich sehen können, sind auch schon alle unsere heutigen geladenen Experten und Expertinnen anwesend. Sie müssten die Webcam-Übertragung auch sehen können. Genau. Ja, der It's Talk geht in die zweite Runde. Das letzte Mal haben wir uns im Januar getroffen und zum Thema Schulentwicklung und digitale Bildung gesprochen. Heute kann man so sehen, dass es eine Fortführung, eine konsequente ist davon, denn Schulentwicklung und digitale Bildung klingt jetzt erstmal sehr, sehr allgemein. Heute wollen wir uns dann schon ein bisschen gezielter mit dem Thema Medienentwicklungsplanung auseinandersetzen. Da haben wir wirklich kompetente Leute hier zusammengetragen oder zusammen geschafft, zusammenzuführen und zum heutigen Ablauf, beziehungsweise erstmal kurz eine Vorstellung. Wir haben Frau Dr. Möller da aus dem Institut für Qualitätsentwicklung aus Mecklenburg-Vorpommern, die ich nenne es jetzt erstmal ein Werkzeug vorstellen wird, was auch in Mecklenburg-Vorpommern an vielen Schulen erprobt worden ist und wird darüber berichten, über dieses Werkzeug und das auch vorstellen im weiteren Diskussionsverlauf heute. Hallo. Dann haben wir noch mit dabei Jürgen Stark. Er ist Schulleiter an der Regelschule Meuselwitz in Thüringen, die schon seit 2001 Medienschule ist. Und Guten Tag. außerdem trägt er, guten Tag, trägt er seine Erfahrungen aus dem runden Tisch Medienkompetenz bei, der beim Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport ins Leben gerufen worden ist. Und wir haben außerdem noch dabei Frau Giering von der Medienberatung in Nordrhein-Westfalen. Hallo, Frau Giering. Hallo. Und sie wird uns auch vorstellen, wie im Rahmen des Medienpasses NRW auch ja, Medienkompetenz, Medienkonzepte entwickelt werden können, was das Ganze mit Medienentwicklungsplanung zu tun hat. Genau, Medienpass NRW ist auch ein, ich nenne es jetzt mal Programm, was sie uns auch gleich noch ausführlicher vorstellen wird in der ersten Viertelstunde. Und dann haben wir den Markus Wagner, der ist stellvertretender Schulleiter am Raiffeisen-Campus in Dernbach in Rheinland-Pfalz, eine Schule in privater Trägerschaft. Hallo, Herr Wagner. Oder Markus. Guten Tag, hallo. Hallo. So, was haben wir heute vor? Wir haben hier einen ersten Teil dieses Webinars. Das ist der Input. Kompakt in einer Viertelstunde versuchen wir, die Themen, die Erfahrungen der Diskutanten hier einzubringen, dass sie einen Überblick erhalten über die Themen. Wir beginnen gleich mit Frau Dr. Möller, dann kommt die Frau Giering dran, der Herr Stark folgt dann und der Markus Wagner zu guter Letzt. Und das Ganze, wie gesagt, in einer knappen Viertelstunde. Und anschließend wollen wir in eine Diskussion springen, wo zunächst erstmal die Diskutantinnen und Diskutantinnen untereinander diskutieren und ich mir einige Fragen für Sie überlegt habe. Und im dritten Teil sind dann auch Ihre Fragen noch zulässig und genehm. Sammeln Sie die auch schon während der Diskussion, wenn Ihnen welche kommen, und schreiben Sie sie auch gerne in diesen Textchat, den Sie hier irgendwo am Rand bei sich sehen sollten. Denn es ist noch ein Kollege im Hintergrund dabei, mein Kollege, der Herr Neumann, der kann vielleicht manche Fragen auch schon währenddessen hier beantworten. Manche oder die meisten sammelt er und den werde ich dann auch nochmal hier in der dritten Phase zu Wort kommen lassen, dass er die interessantesten und wichtigsten Fragen dann nochmal zur Sprache bringt. Wie das dann genau funktioniert, Sie haben auch die Möglichkeit, sich selber per Audio zu beteiligen, das erkläre ich dann nachher nochmal und dann wollen wir auch nochmal zu einem Fazit kommen. Das ganze Ziel des heutigen It's Talk ist ja, dass wir auch Ihnen Möglichkeiten geben oder Materialien, praktische Tipps, wie man dann Medienentwicklungsplanung auch noch besser gestalten kann, dass Sie dazu vielleicht auch mit konkreten Anregungen und Handlungstipps hier heute rausgehen. Das wäre das Ziel. Und ganz zum Schluss bleiben Sie dann dran, wenn es vorbei ist, noch nicht gleich wegklicken, da, wenn das Webinar zu Ende ist, da gibt es noch eine ganz kurze Umfrage, wo wir Sie dann um ein Feedback bitten. Ja, da würde ich doch schon mal beginnen mit Frau Dr. Müller. Da habe ich nämlich ein separates kleines Folienset, was ich jetzt mal aufrufe. Nee, Quatsch, Frau Dr. Möller, Sie wollten ja das auf Ihrem Bildschirm machen. Kleinen Moment.
So, jetzt müssten Sie gleich in der Lage sein, Ihren Bildschirm mit uns zu teilen. Wir können es sehen, super. Wir sehen jetzt meine Folie. Okay, gut. Ja, ich würde Ihnen ganz gerne erzählen, wie wir in Mecklenburg-Vorpommern zu der Lösung einer Herausforderung gekommen sind. Schließlich stehen die meisten Schulen, wenn es um Medienbildung geht, vor einer Wand von Forderungen, Vorgaben, Erklärungen, Visionen, aber auch vor Ängsten und ja, und fragen sich dann, wie sollen sie das alles umsetzen und wie sollen sie das für vielleicht alles sogar noch zusätzlich umsetzen. Und wir haben uns dabei ein Instrument nicht ausgedacht, sondern ja, wir haben ein Instrument entwickelt, das heißt Audit auf dem Weg zur Medienschule. Und das Interessante ist an diesem Audit, dass es die Idee des Coachings auf die Schule als individuelle Einrichtung überträgt. Das Audit hat mehrere Funktionen. Einmal ist es ein Prozess, den eine Schule durchlaufen kann, in dem die Schule hinsichtlich von Medienbildung sich erstmal selbst bewertet. Was heißt die Schule? Alle Lehrer können in einem Selbstbewertungsworkshop sagen, auf welchem Stand ist die Schule gerade? Und basierend auf den Ergebnissen dieses Selbstbewertungsworkshops können Ziele und Maßnahmen geplant werden, die dann durchgeführt werden und die begleitet werden durch Beratungs- und Entwicklungsgespräche und schließlich zu einer Evaluation führen und dann wieder im Selbstbewertungsworkshop. Und was genau wird selbst bewertet? Also immer mit dem Fokus auf die Medienbildung werden verschiedene Themenfelder, wir nennen sie Qualitätsbereiche, befragt. Wie steht es in der Schule, was Medienbildung betrifft, um das schulische Lernen? Wie steht es um Transparenz, Kooperation und all die Qualitätsfelder, die Sie jetzt hier sehen? Und die Befragung läuft ungefähr so ab. Wir haben immer einen Leitsatz pro Qualitätsbereich, der sagt, wie idealerweise zum Beispiel in diesem Fall das schulische Lernen sein müsste. Schülerinnen können beim Lernen selbstbestimmt und verantwortungsbewusst mit Medien und Medientechnik umgehen und nutzen diese zur Umsetzung von Lernzielen. Und dann gibt es dafür Indikatoren, woran kann ich das messen, dass das so ist oder an welcher Stelle stehen wir eigentlich in der Schule. Und so ist es mit jedem Qualitätsbereich, das befragt wird. Und damit diese Befragung laufen kann, haben wir verschiedene Werkzeuge und Materialien. Die erste ist zum Beispiel ein Online-Werkzeug. Sie sehen jetzt hier mal so einen Screenshot, wie die Befragung in einer Schule abläuft. Selbstverständlich anonym. Alle Lehrer antworten auf alle Qualitätskriterien anonym und haben aber auch Freifelder, wie Sie hier unten sehen. Was ist schon positiv und wo möchte ich selber, dass meine Schule sich weiterentwickelt? Und auf dieser Basis kann man dann eine Auswertung vornehmen für die Schule. Wir machen das immer gerne mit so einem Spinnendiagramm, in dem dann eingetragen werden kann, wie steht es in der Schule im Schnitt um diese Qualitätsbereiche. Und hier sehen Sie aus 2 Jahren aufeinanderfolgend mal, wie Lehrer das bewertet haben. Obwohl sie nicht alle Kriterien und Qualitätsbereiche bearbeiten, ist aber eine Entwicklung in allen Bereichen immer zu sehen gewesen. Wir hatten 16 Schulversuchsschulen. Nachdem also diese Selbstbefragung aller Lehrer zu diesen Qualitätsbereichen ist, kommt es ja zu dem Ziel- und Maßnahmenplan. Und hier haben wir auch Kopiervorlagen und Standardisierungen entwickelt, wo dann nicht mehr alle dabei sind, sondern der Schulleiter, der Schulträger, ein Schulrat, dann schulinterne Steuergruppe, möglicherweise auch Eltern und Schüler befinden, welche Ziele werden wir in welchen Schritten, mit welchen Mitteln und welchen Zuständigkeiten in welcher Zeit also uns vornehmen und abarbeiten. Und eine weitere Standardisierung und eine Hilfe auch ist, die haben wir entwickelt, wie zum Beispiel so ein Beratungs- und Entwicklungsgespräch dann ablaufen kann. Wir haben uns nämlich überlegt, dass die Schule natürlich sich selbst evaluieren kann, aber am besten
in Kooperation und durch Begleitung von Fachkräften von außen. Bei uns ist das das Medienpädagogische Zentrum und wir haben auch Partner aus der außerschulischen Medienbildung, mit denen wir schon jahrelang zusammenarbeiten, die dann auch mithelfen können, dass die Schule sich in ihrer eigenen Weise, so wie sie sich das vornimmt, entwickeln kann. Wenn Sie sich das Audit einmal genauer anschauen möchten, so haben wir das mitsamt den Materialien, auch ausgekoppelten Materialien bei uns auf dem Bildungsserver unter dem Punkt Lehrerinnen und Lehrer und da finden Sie dann Medienprofil und hier können Sie das dann einmal abrufen, wenn Sie dazu mehrere Fragen haben. Außerdem können Sie das auch nutzen. Wir haben das freigegeben, also zur Nachnutzung für alle, die das möchten, die dieses Instrument sinnvoll finden, um ihre Schule individuell zu entwickeln. Das war's als kurzen Einstand von meiner Seite. Super, vielen Dank. Dann switche ich jetzt mal wieder rüber zu meinem Bildschirm. Das war sehr knapp und zeitmäßig gut abgepasst. Vielen Dank. So. Und dann würde ich jetzt gleich am Anschluss. Moment, wen haben wir als nächsten? So, dann Frau Giering. Gleich kommt auch Ihre Folie, versprochen. Wenn mein Rechner es denn möchte. So, nee, das ist noch die Folie von Frau Möller. Jetzt sind Sie dran, Frau Giering. Ah, okay. Ja, schön, dass ich hier dabei sein darf. Da wir so ein bisschen, zumindest national, womöglich sogar international aufgestellt sind, wollte ich zumindest zwei, drei Worte verlieren über die Strukturen in Nordrhein-Westfalen. Ich arbeite, wie gesagt, bei der Medienberatung NRW und die Medienberatung NRW wird getragen von den beiden Landschaftsverbänden, die wir hier in Nordrhein-Westfalen haben und dem Ministerium, dem Schulministerium. Was wir tun, dazu bräuchte ich jetzt alleine die Stunde, die wir nicht zur Verfügung haben. Ganz grob umrissen kann man sagen, dass wir uns um fünf Handlungsfelder kümmern. Die fünf Handlungsfelder sind auf der Folie eben abgebildet. Und in der Regel ist es so, dass sich diese Handlungsfelder auch in gewisser Weise Produkte verbinden. Also wenn wir von Medienkompetenz reden, von Medienkompetenz erwerb, dann steht in Nordrhein-Westfalen dafür das Produkt des Medienpasses, den ich gleich nochmal etwas näher erläutern werde. Bei dem Feld Ausstattung, da denken wir in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel an die Dinge wie Bring Your Own Device, iPad-Klassen oder auch Ausstattung der Schulen mit flächendeckendem WLAN. Bei Beratung und Fortbildung, das steht bei uns für die Kompetenzteams, die eine ganz wichtige Rolle spielen auch und hier insbesondere auch die Medienberaterinnen und Medienberater in den Kompetenzteams, die, wenn wir gleich über den Prozess der Medienentwicklungsplanung reden, wie gesagt, denen da eine ganz zentrale Rolle zukommt. Dann haben wir den Bereich der Lernmittel und hier gibt es in Nordrhein-Westfalen die Learnline, Learnline 2.0, wo Bildungsmaterialien verlinkt sind, wo Lehrer und Lehrerinnen und Lehrer eben das passende Material finden können und dann weiterverwiesen werden. Wir haben zwei Schulbuchversuche in Nordrhein-Westfalen, wo es um digitale Schulbücher geht, das M-Book und das Bio-Book, beide digitalen Schulbücher haben einmal dieses und einmal im vergangenen Jahr auf der Didakta jeweils einen Preis gewonnen. Und last but not least haben wir den Bereich der Infrastruktur und da ist in Nordrhein-Westfalen das Projekt Lugineo, das Produkt Lugineo ganz im Fokus, was bedeutet, dass ab dem kommenden Schuljahr alle Lehrerinnen und Lehrer in Nordrhein-Westfalen mit einer Basisinfrastruktur versorgt werden. Mit Mail, mit Speicherplatz und so weiter, komme ich nachher vielleicht nochmal drauf. Soweit zur Einstimmung, was wir in Nordrhein-Westfalen so machen, was die Medienberatung macht. Und auf der zweiten Folie komme ich dann dem heutigen Thema ziemlich nahe. Und ganz interessant ist, dass es ganz offensichtlich über die Ländergrenzen hinweg unterschiedliche Bedeutungen gibt von den Begriffen. Wenn wir von Medienentwicklungsplanung reden, dann meinen wir damit das, was die Schulträger tun.
Bei uns kann man eine Art Dreischritt benennen auf dem Weg zur Medienentwicklungsplanung. Wir sehen die Fachkonferenzen als erste wichtige Institution an den Schulen, die sich zusammensetzen und eben aufgrund der in Nordrhein-Westfalen seit mehreren Jahren jetzt kompetenzorientierten Lehrpläne ein sogenanntes Lernmittelkonzept erstellen, wo sie sich also überlegen, in welchen Schulstufen sie für welche Kompetenzbereiche verknüpft mit entsprechenden Inhalten dann die medienspezifischen Kompetenzen vermitteln wollen. Und hier hilft eindeutig der Medienpass NRW, den wir haben, den wir jetzt bis einschließlich Klasse 10 haben, also von den Grundschulen hoch bis zur Klasse 10. Und da gibt es 5 Kompetenzbereiche. Also wenn, wie gesagt, wir sprechen von Medienkompetenzentwicklung, wir haben die 5 Kompetenzbereiche bedienen und anwenden, informieren und recherchieren, kommunizieren und kooperieren, produzieren und präsentieren und analysieren und reflektieren. Und mithilfe des Medienpasses ist es also möglich, dass die Fachkonferenzen sich da committen und sagen, okay, wir in Klasse 6, da machen wir das und das zu dem und dem Kompetenzbereich. Damit verknüpft es in der Regel allerdings auch, dass man sagt, okay, wenn wir diese Dinge umsetzen wollen, brauchen wir eine gewisse Form der Ausstattung. Dann guckt man also, was an Ausstattung vorhanden ist, welche pädagogischen Bedürfnisse man jetzt festgestellt hat und daraus ergibt sich dann ein Ausstattungswunsch, den man zusammen mit den pädagogischen Zielen im Medienkonzept festhält. Das Medienkonzept wird also ist bei uns an der Schule verankert, soll integrativer Bestandteil des Schulprogrammes sein. Und was wir uns eben wünschen, ist, dass die zuständigen Schulträger die Medienkonzepte der Schulen einfordern und darauf auf Basis dieser ganzen Medienkonzepte dann einen kommunalen Medienentwicklungsplan erstellen. Okay. So, vielen Dank. Erstmal. Genau, die ganzen Fragen kommen dann später. Der Herr Stark, ja. Das ist Ihre Folie. Ja, ist richtig. Ja, wir sind Medienschule, das war eine Initiative in Thüringen für Schulen freigegeben. Man konnte sich dort bewerben, an dieser Initiative teilzunehmen. Und im Jahr 2001, am 1. September, wurden dann eine gewisse Anzahl von Schulen aller Schularten zur Medienschule ernannt. Da stand im Prinzip nur ein erstes Konzept, wie man das gerne werden möchte. Und wir haben uns seit dieser Zeit im Prinzip auf den Weg gemacht, unser Medienprofil entwickelt. Ja, anfangs stand also, dass es wahrscheinlich in allen Schulen so in Deutschland ist, wir hatten eine Ausstattung mit einem Computerkabinett. In dem Computerkabinett waren Server und so ging es im Prinzip los. Ja, wir hatten uns aber unter Medienschule schon ein bisschen mehr vorgestellt. Wir haben dann relativ schnell mitgekriegt, dass es interaktive Tafeln gibt. 2002 hatten wir die ersten beiden interaktiven Tafeln an unserer Schule. Wir konnten uns das damals leisten, weil in dieser Initiative Medienschule eine gewisse Finanzierung durch das Land Thüringen mit verbunden war und haben die ersten beiden interaktiven Tafeln bei unserer Schule gehabt. Ich muss natürlich sagen, die am Anfang waren sie eher wenig benutzt. Wir haben uns dann erstmal eingearbeitet, Lehrerqualifikationen durchgeführt. Denn Scheu ist immer vorhanden vor solchen neuen Dingen. Und aber als die ersten dann richtig, ich sag's mal, Deutsch gut geleckt haben, ging es dann richtig los. Wir haben die Ausstattung immer weiter vorangetrieben, bis wir dann seit dem Jahr 2011 eine Komplettausstattung mit solchen interaktiven Tafeln haben. Das heißt, es gibt in einem einzigen Klassenraum noch eine Kreidetafel. Das ist dort, wo meine Konstruktion also gemacht wird oder mal was gezeichnet werden kann. Aber mit Kreide, wo das vielleicht ein bisschen besser geht, mit Kreide. Ansonsten hat jeder Klassenraum nur noch eine interaktive Tafel. Der verschiedensten Generationen. Wir haben auch schon von den neuen Tafeln, also ohne Beamer, also von den Flatscreens, die Touchscreens, auch schon die ersten wieder an der Schule. Tolle Geschichte. Dann mit dieser interaktiven Tafel, auch mit dem Jahr 2001 beginnend, haben wir angefangen, unsere Schule komplett zu vernetzen.
erstmal also die wichtigsten Stützpunkte, ich habe es räumliche Schwerpunkte genannt, mit LAN vernetzt. Und seitdem 2001 bauen wir auch systematisch an einem modernen WLAN-System an unserer Schule. Und das können wir sagen, das haben wir heute. Ein skalierbares WLAN mit entsprechend zentralem Management und den Sicherheitsdiensten davor, also im Filterserver und so weiter, dass also ordentlich Schüler auch in diesem WLAN geschützt arbeiten können. Ja, später dann durch eine Förderung hatten wir auch mal ein paar Jahre, ich habe von 2011 bis 2014 etwa, wobei es 2014 schon stark am Auslaufen war, ein Notebook-Projekt an unserer Schule, wo Schüler durch oder mehrere Klassen, einer ganzen Klassenstufe, also drei Klassen waren es wohl, mit Notebooks ausgestattet wurden und die dann diese persönlichen Notebooks dann für ihre Arbeit einsetzen konnten. War eine tolle Geschichte, war ein guter Anfang, hatte aber, ich habe es auch mit auf die Folie geschrieben, gewisse Vor- und Nachteile. Seitdem sind wir, oder das mit diesem Zeitpunkt war ja dann auch so das Aufstreben dieser Tablets, Apple hat dann das iPad herausgebracht, andere Firmen haben nachgezogen. Es gibt ja diese Geräte heute mit den verschiedensten Betriebssystemen. Und wir sind im Prinzip dann auf diese Gerätschaften umgestiegen. Seit vor dem Jahr haben wir alle Schüler dort ab Klasse Stufe 7 mit schülereigenen Geräten oder sind ausgestattet. Die kommen also dann in die Schule mit ihrem Tablet, verschiedenste Ausführungen. Das ist also das, was wir praktizieren, das Bring Your Own Device, sind es in der Lage, weil wir dieses gute Netzwerksystem haben, sodass jeder Schüler auch, das sind bei uns 240, 250 Kinder zurzeit, die sich also gleichzeitig mit diesen Geräten in dieses Netz einwählen können, damit arbeiten können, Internet nutzen können und so weiter und so fort. Also alle möglichen Sachen. Ja, das so kurz der Werdegang. Ich habe es auf der Folie noch ausgebracht. Es ist natürlich immer wichtig, ein schulinternes Konzept zu haben. Dieses schulinterne Konzept muss stets und ständig geändert werden. Das ist also nicht, dass es einmal irgendwo aufgestellt wird, das will ich machen und das kriege ich dann, sondern Sie sehen ja schon anhand dieser ganzen Entwicklung, die wir in den letzten 15 Jahren durchgemacht haben, es gibt dort Sachen, die sind, ich sag mal, temporär aktuell. Wie gesagt, Computerkabinett, ich habe es auch hingeschrieben, Auslaufmodell, wozu noch? Wenn nicht zu irgendwelchen Spezialaufgaben, also wenn dort Programmierung gelehrt wird oder ähnliches, braucht man das sicherlich oder vielleicht einen gewissen Anfangsunterricht macht, zentral oder frontal, aber ansonsten ist bei uns das Computerkabinett, anfangs war es ständig permanent umlagert, aber ist verständlicherweise jetzt nicht mehr. Deswegen habe ich es als Auslaufmodell bezeichnet, bis hin heute, also 15 Jahre Entwicklung, also Technikentwicklung, Lehrerfortbildung muss stets und ständig geplant werden an der Schule, Elternmitwirkung, denn diese Tablets, die Kinder mitbringen, die sind alle Eltern finanziert. Und von den vielen Eltern, die hier mitarbeiten, oder es gibt im Prinzip kaum einen, der das nicht möchte und der sich das nicht am Ende für sein Kind auch leistet. Und dann außerschulische Partner sind für uns auch wichtig, also Berater, technische Berater und ähnliches benötigen wir auch, obwohl wir das gesamte Konzept letztendlich auch technisch allein an der Schule begleiten. Gut, so vielleicht erstmal so viel dazu. Danke. Super, danke Herr Stark. Da sind jetzt auch schon zwei, drei Fragen an Sie und auch noch an die anderen mittlerweile schon eingegangen. Da kommen wir dann nachher noch dazu. War schon mal sehr interessant. Und da würde ich jetzt das Wort weitergeben an Markus Wagner. Ja, der Raiffeisen Campus ist eine private Ganztagsschule, Ganztagsgymnasium in genossenschaftlicher Trägerschaft. Wir sind 2011 an den Start gegangen und unser Ziel ist es, das Abitur nicht als Abschluss einer Schulzeit zu sehen, sondern als tatsächlich als Zugangsberechtigung zu einem Hochschulstudium.
sodass es also nicht nur ein Blatt Papier ist, sondern tatsächlich auch mit Kompetenz befüllt ist. Das heißt, wir formen unsere Lerner zu handlungskompetenten Menschen, die tatsächlich eben auch in der Lage sind, ein Hochschulstudium mit den entsprechenden Kompetenzen von Anfang an zu meistern. Das ist zumindest unser Ziel. Wir haben noch keinen Abiturjahrgang, den wir sozusagen in die Welt hinausgeschickt haben. Und wir werden sehen, ob unser Weg sozusagen auch zu diesem Ziel führt. Wir geben uns aber auf jeden Fall alle Mühe. Der Beginn 2011 war geprägt vor allen Dingen durch die Vorgaben des Schulträgers, der also direkt mit der Vollausstattung aller Klassen mit elektronischen Tafeln, mit entsprechenden Anforderungen, dass ab Klasse 7 oder 8 die Kinder mit Laptops arbeiten oder ähnlichen Geräten. Also diese Anforderungen des Trägers waren von Anfang an, standen die im Raum und mussten von uns sozusagen umgesetzt werden. Parallel dazu hatten wir aber, dadurch, dass wir ein sehr junges, sehr kleines natürlich und auch sehr dynamisches Team waren, viele Gedanken für effektive Schulplanung, effektive Schulprozesse, Schulorganisationen im Kopf und haben aus dem Gedanken, dass wir wirklich als echtes Team zusammenarbeiten, Anforderungen definiert und dazu uns Werkzeuge gesucht. Und dieses Werkzeug war am Anfang ein wiki-basiertes Intranet, über das wir einen sehr regen Austausch hatten. Zu Beginn einer, wenn man noch eine kleine Schule ist, mit anfangs natürlich nur zwei Klassen, hat man noch viele Teilzeitkräfte und demzufolge konnten die, weil das ja ein Intranet war, jetzt nicht von zu Hause zugreifen. Das heißt, es wurden auch ganz schnell Forderungen nach einer professionelleren Lösung, von die man eben auch unabhängig vom Sein in der Schule nutzen kann. Denn wir hatten parallel dazu elektronische Klassenbücher direkt 2011 mit begonnen, die uns an dieser Stelle auch noch ein zusätzliches Werkzeug für die Elternkommunikation ermöglichten. Und dieses elektronische Klassenbuch war auch von jedem beliebigen Internetzugang erreichbar, sodass wir dann mit den steigenden Anforderungen eben auch an entsprechende Groupware-Anforderungen, sei es eben Gruppenkalender oder Kommunikationswege, Dateiablagen, quasi die entsprechende Schulcloud. Mit diesen elektronischen, gestiegenen Anforderungen sind wir dann auf die Suche gegangen nach einer Komplettlösung und sind tatsächlich bei It's Learning gelandet und bereuen das auch nach wie vor nicht. Wir sind sehr zufrieden mit dieser Lösung. Wir haben uns für die Einführung von It's Learning sehr viel Zeit genommen. Wir haben das erste Jahr komplett nur als Lehrerteam und als Schulorganisationsteam in It's Learning gearbeitet und die Infrastruktur der Schule komplett darin abgebildet. Und das hatte natürlich den positiven Nebeneffekt, dass alle Lehrer sich mit den entsprechenden Werkzeugen wirklich gut fit machen konnten. Und nach einem Jahr begann gleichzeitig das Laptop-Programm. Und dann konnten wir auch mit den Kindern gemeinsam in It's Learning die Plattform als Lernmanagementsystem tatsächlich nutzen und auch in den Unterricht entsprechend integrieren oder eben Unterricht dokumentieren, Unterricht planen, Unterricht durchführen über die Plattform It's Learning. Und das ist auch sozusagen der aktuelle Stand. Wir sind jetzt im dritten Jahr der Arbeit mit It's Learning. Parallel dazu ist ein entsprechendes ICT-Curriculum entstanden, welches die Medienkompetenzbausteine, die wir gerne umsetzen möchten, in die einzelnen Fächer der Schule integriert. Also ich sag mal, Deutsch behandelt das Thema Vortrag und Präsentation. Dann bietet sich natürlich an, dass dort die Inhalte für Präsentationssoftware mit bearbeitet werden. Im Mathematikunterricht bietet sich eben an, entsprechend Excel mitzuschulen und Excel als Werkzeug für Berechnungen, für Darstellungen von mathematischen Zusammenhängen zu nutzen. Ja, parallel mit dem Eintritt der Lerner, wie wir sie nennen, also der Schüler, in It's Learning begann auch das Laptop-Programm. Das ist eine elternfinanzierte Initiative, die aber über das, was man unter Bring Your Own Device versteht, deutlich hinausgeht. Und zwar haben wir eine Partnerfirma gefunden, die uns ein Gesamtpaket schnürt. Und dieses Gesamtpaket sieht also so aus, dass man über ein
Vertragszeitraum von 3 Jahren ein Gerät mietet und gleichzeitig der gesamte Support in dieser Miete sowie auch Garantie- und Versicherungsleistungen in dieser Miete mit beinhaltet sind, sodass wir die erste Forderung, die wir an den Laptop-Einsatz hatten, nämlich eine Zuverlässigkeit zu erreichen wie Stift und Papier, an dieser Stelle weitestgehend umgesetzt haben. Es gibt im Einzelfall sicher noch Abweichungen, aber da kann man dran arbeiten. Wir hatten uns auch bewusst bei diesem Laptop-Programm für Laptops entschieden, denn allein was Bildschirmgröße oder Tastatur mit Druckpunkt angeht oder eben wirklich ein Gerät zum Arbeiten mit Leistungsanspruch für das Gymnasium, also gerade wenn es um Referate, Facharbeiten oder die Vorbereitung auf wissenschaftliche Ansprüche geht, ist ein Laptop als, sag ich mal, Bürotool besser geeignet als zum Beispiel ein Tablet oder ein Smartphone, wo Sie natürlich bestimmt gut mal was recherchieren können, mal was nachgucken können, auch eine App nutzen können, klar. Aber der Laptop erscheint uns universell einsetzbarer an dieser Stelle. Die dritte große Säule des Laptop-Programms war, dass der IT-Service keine Aufgabe von Lehrern sein darf. Wir sind der Überzeugung, und das leben wir auch im Schulalltag, dass Lehrer die Experten für Bildung, für Pädagogik sind. Sie sind keine Reiseveranstalter, sie sind keine Schulkleidungshersteller, sie sind auch keine IT-Spezialisten, die Laptops reparieren können. Und das ist die Bedingung gewesen, und insofern ist eben in diesem Komplettpaket, was unsere Partnerfirma den Eltern anbietet, dieser 100%-Service mit enthalten über diese 3 Jahre, sodass ein Lehrer im Prinzip auf eine entsprechende Frage reagieren kann, ja, dann müssen wir gerade mal den Support bemühen an dieser Stelle. Also wenn ein Gerät nicht mehr funktioniert oder ja, die Zuverlässigkeit nicht mehr gegeben ist. Für die Zukunft haben wir uns tatsächlich noch viel vorgenommen, auch wenn wir sozusagen erst sehr, sehr jung sind und 2011 gerade mal sozusagen 5 Jahre oder im 5. Jahr wir auf unsere Entwicklung zurückschauen können. Wir haben Großes vor, wir wollen einen weiteren großen Entwicklungsschritt gehen, und dazu gehört der achtsame Blick auf die Lerner, die Optimierung von Lernprozessen. Da geht es vor allen Dingen auch um die Etablierung einer starken Feedback-Kultur, welche die lernförderliche Beziehung zwischen Lehrern und Lernern stärkt, und dabei hilft uns natürlich It's Learning, denn diese Plattform kann viel mehr als nur Dateiablage oder Gruppenkalender leisten, und das Potenzial, was wir sozusagen dort im Hause liegen haben, das im Sinne des Schülers, im Sinne der Lerner noch intensiver zu nutzen und die Lernprozesse entsprechend zu optimieren. Okay, vielen Dank, Markus Wagner. Ich habe jetzt im Hintergrund ein paar Fragen schon mal gelesen. Manche werden wir dann vielleicht ganz später noch gesammelt bearbeiten, aber eine wollte ich jetzt schon mal so ein bisschen vorwegnehmen. Was heißt denn eigentlich jetzt Medienkompetenz inhaltlich für die einzelnen Diskutanten? Und das hängt für mich ja jetzt auch zusammen mit der Forderung, die man ja immer wieder hört. Und ich glaube, da sind sich alle wahrscheinlich jetzt auch relativ einig, zumindest die jetzt hier diskutieren, unter den Teilnehmern vermutlich auch, keine Ausstattung ohne medienpädagogisches Konzept. Also was verstehen wir jetzt eigentlich unter Medienkompetenz oder Medienpädagogik? Wie wird so ein Medienkonzept erstellt? Und das ist jetzt die Frage an Sie, 4 Experten sozusagen. Wie verstehen Sie das, den Begriff? Bei Markus Wagner habe ich da jetzt auch schon viel von gehört. Bei Herrn Stark kam auch schon einiges raus. Bei den Konzepten, die wir davor gehört haben, auch. Aber vielleicht, dass ihr dann noch einmal kurz 1-2 Sätze dazu sagt. Und dann die Frage, welche Akteure kennen Sie eigentlich, die da wichtig sind, um halt an dieser Stellschraube mitzudrehen, dass wir wirklich eine bessere Medienbildung an der Schule erhalten können? Freiwillige vor, wer möchte anfangen? Ich fange gerne an. Für den Begriff sehe ich sozusagen, der Begriff wird sehr oft falsch verstanden, und der Raiffeisen Campus und das Lehrerteam, wir stehen diesem Begriff insofern
gegenüber, dass wir ihn als Herausforderung ansehen. Er ist für uns Teil einer Handlungskompetenz. Eine Handlungskompetenz, die jemand hoffentlich sozusagen ein Absolvent unserer Schule erwirbt, dass er sozusagen für ein Problem, was ich heute noch nicht benennen kann, denn es ist ein Problem aus der Zukunft, aber jederzeit in der Lage ist, entsprechend kompetent dieses Problem anzugehen und die richtigen Werkzeuge auswählt. Und dafür braucht er Medienkompetenz, denn die Werkzeuge der Zukunft werden sicherlich nicht nur Stift und Papier sein. Und damit ist das Feld natürlich sehr breit aufgemacht. Das heißt, da ich das Problem nicht kenne, muss ich sozusagen möglichst in die Breite gehen und viel anbieten, viele Möglichkeiten bieten, viel ermöglichen, viel auch entdecken, Probleme selbst formulieren lassen, sodass der Schüler oder der Lerner, wie wir sagen, wirklich in die Lage gebracht wird, nicht nur einen Inhalt zu erfassen oder eben sich dafür zu interessieren, sondern einen Schritt weiter zu gehen und ein Problem in diesem Inhalt zu entdecken und dieses auch zu formulieren und dann eben entsprechend das Problem auch zu lösen, mit welchem Medium auch immer. Ich würde ganz gerne... Okay, vielen Dank. Genau, danke. Also zur Medienkompetenz. Es gibt ja verschiedene Modelle und alle haben ihre Berechtigung und sie gehen von einem sehr vielseitigen und vielschichtigen Kompetenzansatz aus, wir auch. Also in unserem Audit liegt auch ein komplexes Medienkompetenzmodell zugrunde. Und es meint immer die gesamte Persönlichkeit, die mit Medien in ihrer Gesamtheit umzugehen weiß. Also sie bedienen und anwenden kann, sie aber auch produzieren kann, mit ihnen kooperieren und kommunizieren kann oder sie analysieren kann und was weiß ich, auch mit Medienrecht, mit Medienrechtsgrundlagen sich auskennt. Aber das Problem, was dahinter steckt, was Sie ansprachen, was verstehen Sie eigentlich darunter? Ich glaube, das ist eins der Kernprobleme, wenn man auch an unser Thema denkt, Medienentwicklungsplanung, dass so viele unterschiedliche Ansichten zu einem gleichen Begriff bei verschiedenen Leuten existieren. Also ein Medienentwicklungsplan oder ein Medienplan oder ein Medienbildungsplan oder ein medienpädagogischer Plan, was alles so da ist an Begriffen. Die haben viele Überschneidungen und trotzdem sind sie eigentlich auch trennscharf. Und es kommt so ein kleines bisschen darauf an, wer man ist in diesem Prozess. Ist man ein Lehrer? Dann meint man wahrscheinlich seinen Unterricht, ist man ein Schulträger, meint man, welche Technik muss in welchem Raum vorgehalten werden. Und von daher ist das, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Frage, immer wieder zu klären, wovon wird eigentlich gerade gesprochen. Wird von Medienbildung, von Medienpädagogik, von Medientechnik und Medienausstattung und so weiter gesprochen. Und das Audit versucht, durch seinen komplexen Ansatz, alle Professionen auch an einen Tisch zu bringen. Also, weil Sie auch fragten, wer ist kompetent, wer ist da derjenige, der Player ist, das sind jeweils aus Ihrer Sicht diejenigen, die gerade über Medien und Medienentwicklung, Medienbildung sich unterhalten. Also Lehrer, Schulträger, aber auch der Schulrat, auch Schüler, auch Eltern sind jeweils kompetent und diese Kompetenzen sollten in so einem Prozess, Medien an Schulen oder Medienbildung an Schulen zu entwickeln, jeweils abgeholt werden, am besten systematisch und begleitet und in Kooperation. Dann kann man Maximales herausholen. Und ist nicht so von Leuchtturmlehrern oder Vorwegläufern oder Leuten, die sich nicht verstanden fühlen, umgeben, was den Prozess nicht gerade förderlich wäre. Ich hake da gleich mal ein bei dem Wort Prozess, weil das mehr oder weniger auch unser Ansatz ist. Bei den Begrifflichkeiten haben wir schon festgestellt, dass bei dem, was Sie, Volker Möller, gerade gesagt, genannt haben, an unterschiedlichen Begrifflichkeiten, sagen wir mal, unser Begriff noch gar nicht dabei, wenn wir von Schule reden, dann reden wir vom Medienkonzept, also die Schulen erstellen ein Medienkonzept, kein Medienbildungsplan, sondern ein Medienkonzept
Und diese Medienkonzepte, wie vorhin kurz skizziert, sollen dann eben die Grundlage bilden für den Medienentwicklungsplan, der in Nordrhein-Westfalen kommunal verstanden wird. Medienkompetenzerwerb spiegelt sich oder kann sich sehr gut, wie wir glauben, widerspiegeln, wenn man den Medienpass NRW benutzt. Und die vorhin schon kurz skizzierten 5 Kompetenzbereiche. Wenn wir darüber sprechen, weswegen wir das tun, ist bei uns in erster Linie immer die Frage, verbessert das das Lernen der Kinder? Ich persönlich habe immer ein Problem damit, wenn gesagt wird, ja, wir müssen unsere Schüler medienkompetent machen, damit sie später für die Wirtschaft dienlich sind. Ich halte das für keinen wirklich wirkungsvolles Argument, weil es ja erstmal darum geht, dass die Schüler, so wie sie jetzt sind, mit 10, mit 12, mit 14, wie auch immer, oder auch im Grundschulalter schon, eben kompetent sind, um ihr Lernen gestalten zu können. Und ihr Lernen sollte, das hatte Herr Wagner schon gesagt, eben auch handlungsorientiert sein, sollte produktorientiert sein und. Und da glauben wir, dass die digitalen Medien da insbesondere gute Dienste leisten können. Und wenn man Schüler hat, die gerne arbeiten, die Spaß daran haben, Produkte zu erstellen, Podcasts zu erstellen, irgendwie anders mit zum Beispiel mobilen Endgeräten ihre Produkte A zu produzieren und B dann auch zu präsentieren und da auch die digitalen Medien zu nutzen, wenn man diese Motivation hat, dann kommt der Lernerfolg, so glauben wir und so haben wir auch das festgestellt bei Schulen, die sich da auf den Weg gemacht haben, das sind in Nordrhein-Westfalen ja schon recht viele, da kommt der Lernerfolg von selbst und alles andere sind quasi Abfallprodukte, also dann werden die Schüler eben medienkompetent, dann können sie sich in dieser Welt bewegen, dann werden sie auch stärker, dann kommen sie in größeres Bewusstsein, dann sind sie auch eher davor gefeit, sich zum Beispiel, was auch ein großes Thema ist, Cybermobbing, wenn ich medienkompetente Schüler habe, wenn ich Schüler habe, die mit großem Selbstbewusstsein mit diesen Medien umgehen, sind die auch viel eher in der Lage, sich da entsprechend zu orientieren. Wer hilft bei diesem ganzen Prozedere? Also bei uns ist es, soll es nach Möglichkeit eben prozessorientiert angelegt sein. Zuallererst ist natürlich die Schulleitung, das sind die Player, die dabei sein müssen. Wenn sie irgendwas in Schule bewegen wollen und sie haben die Schulleitung nicht auf ihrer Seite, ist es fast schon gelaufen. Also die ersten, die dabei sein müssen, sind Vertreter der Schulleitungen. Dann sprechen wir in Nordrhein-Westfalen von den Fachschaften als den schlafenden Riesen. Soll bedeuten, die Fachschaften sind quasi diejenigen, die dann sagen, okay, hier liegt unsere pädagogische Herausforderung, vielleicht ein pädagogisches Problem, wir müssen gucken, wie wir das lösen können. Und dann guckt man eben, ob vielleicht zum Beispiel digitale Medien dabei helfen können. Also in Schule haben wir die Schulleitung, haben wir die schlafenden Riesen, die Fachkonferenzvorsitzenden, wie sie bei uns heißen. Dann spielt sicherlich auch eine Rolle, wie medienaffine Lehrer aufgestellt sind. Allerdings haben wir da in der Vergangenheit festgestellt, dass wenn Schulleitungen sich zum Beispiel Rat geholt haben und sie haben diesen Rat haben gesagt, so, mir, mein Informatikkollege, der kennt sich damit aus, der macht das dann ist das häufig in so eine Richtung gekommen, die sehr doll die Informatik abgebildet hat. Und ein Grundsatz des Medienpasses ist zum Beispiel, dass darauf geachtet wird, dass wirklich jedes Fach berücksichtigt wird, egal ob das Religion ist oder Sport oder wie auch immer, es geht über die volle Bandbreite der Fächer, denn nur so ist ja auch gewährleistet, dass wirklich alle Schüler erreicht werden. Sobald ich irgendwas extra mache, extra in Informatik, extra in Fach Medienkunde, extra irgendwo, habe ich das Problem, dass ich nicht mehr alle Schüler erreiche. Und das wollen wir. Wir wollen ja eben alle Schüler erreichen. Außerhalb der Schule sind natürlich die Sachaufwandsträger, bei uns heißen die Schulträger, ganz wichtig. Und darüber hinaus gibt es in Nordrhein-Westfalen noch ein spezielles Unterstützungssystem. Das sind die sogenannten Kompetenzteams. Die finden sich vor Ort. Es gibt insgesamt 53 Kompetenzteams und innerhalb dieser Kompetenzteams gibt es wiederum Medienberaterinnen und Medienberater. Und wenn Schulen sich jetzt zum Beispiel auf den Weg machen möchten und sagen, wir haben ein Medienkonzept, was überarbeitet werden muss, wir stehen ganz am Anfang, wir sind eine neu gegründete Schule, wie auch immer,
dann raten wir diesen Schulen immer, beziehungsweise strukturell ist es auch so vorgegeben, wir sagen den Schulen, wendet euch an das örtliche Kompetenzteam, holt den Medienberater sofort mit ins Boot, denn die Medienberaterinnen und Medienberater vor Ort wissen in der Regel auch um die ganzen kommunalen Strukturen Bescheid, können dann also sagen, derjenige ist der Zuständige im Schulamt, hier gibt es einen Vertreter im Bauamt. Es gibt ja bei diesen Prozessen ganz viele unterschiedliche Player und unser Ansatz ist immer der, möglichst schnell, von Anfang an, alle Player an einen Tisch, damit es nicht zu zeit- und kostenintensiven Missverständnissen kommt. Super, danke schön. Ja, kann ich noch vielleicht kurz aus Sicht Schule. Bei uns ist ja Schule ist ja dort, wo alles zusammenläuft am Ende. Ne? Wir haben, sehen Medienkompetenz als ja, das sichere Anwenden aller Medien mit allen Facetten. Da gehört also Mediensicherheit dazu, da gehört Medienbeherrschung dazu und so weiter und so fort. Und zum Schluss natürlich auch die Produktion von Medien. Das erstmal grob umrissen, die Medienkompetenz an sich. Das ist sicherlich richtig. Bloß, ich sage mal, bei uns besitzt jede Schule ein Medienkonzept. Bei uns bekommt jeder Schüler von der 5. bis zur 10. Klasse, nicht nur in der Schule in Meuselwitz, sondern in allen Schulen Thürings, einen Medienpass als Anlage zum Zeugnis am Jahresende, wo bescheinigt wird, wie jedes Kind mit welchem Medium, traditionellen Medien, modernen Medium, was gemacht wird, was produziert wird, wie es umgegangen wird, was Lehrplaninhalt war und so weiter und so fort. Medienkunde ist bei uns ein durchgängiges Unterrichtsprinzip, was an verschiedene Fächer schulspezifisch angehängt werden kann. Also beispielsweise Deutsch, in Fach Deutsch Lernen von, ja, in der Klassenstufe 5, Lernen von Textverarbeitungsprogrammen und so weiter und so fort. Umgangssicherer Umgang damit. In Klassenstufe 6 Präsentationen in verschiedenen Unterrichtsfächern. Klassenstufe 7 Mathematik, Excel. Das sind so Brücken, die geschlagen werden. Das ist aber schulspezifisch und in jeder Schule anders mit dem Endprodukt eines Medienpasses. Dann am Schuljahr als Anlage zum Zeugnis, sodass jeder sich ein Bild machen kann, die Eltern später dann auch bis zur 10. Klasse auch als Anlage beigefügt. Ein Arbeitgeber meinetwegen, welche Medien, was alles gemacht wurde. Der Medienpass kann also dort zum Zeugnis mit zugereicht werden. Ja. Wie gesagt, Medienkompetenz an unserer Schule stelle ich mir auch so vor, dass wir sind so weit, dass wir zum Beispiel Jahresarbeiten, in Thüringen ist es so, jeder Schüler der 10. Klasse fertigt, 9. und 10. Klasse muss man sagen, eine Projektarbeit an. Ist, im Gymnasium heißt es Seminarfacharbeit. Also eine Jahresarbeit zu einem ja, jahresübergreifenden Thema. Und ich denke, wir haben das jahrelang so gemacht, dass Schüler diese Arbeiten bei uns nicht in schriftlicher Form, also nicht in Papierform, sondern in einem Content-Management-System produziert haben. Heute produziert jede Schülergruppe, die dort zusammenarbeitet, ein elektronisches Lehrbuch dazu. Das verstehe ich unter Medienkompetenz, Medienentwicklung an einer Schule. Dazu gibt es heute Möglichkeiten der Software. Die Bücher werden dann im schulinternen Netz veröffentlicht, wenn das für den Unterricht gebraucht wird, wenn es der Schüler so freigibt. Und die können dann die folgenden Jahrgänge auch für den Unterricht weiter genutzt werden. Also richtig Medienproduktion mit allen Facetten, Mediensicherheit, Quellenangaben und so weiter, was dort alles zu beachten ist. Da ist also eine tolle Geschichte. Geht also richtig und das verstehe ich dann letztendlich als Medienkompetenz, Beherrschung von Medien. Ja. Ob ich damit Schüler nur für die Industrie vorbereite oder einfach fürs Leben vorbereite, weil sie es später mal nutzen, ich denke, das sollte Anspruch Schule sein. Schüler für den Lernprozess erst und dann fürs Leben vorbereiten. Dass da ein künftiger Arbeitgeber vielleicht was davon hat, das ist ja nicht schädlich, sage ich mal. Danke. Ja, danke auch. Ich habe dazu, also das muss jetzt nicht heißen, wir gehen jetzt weg von den Begriffen, die dürfen Sie gerne auch immer wieder zur Klärung mit reinbringen. Das war auch ein ausdrücklicher Wunsch jetzt hier der Teilnehmer. Also wenn Ihnen noch unterwegs auffällt, Sie benutzen einen Begriff und die anderen verstehen den nicht oder so, dann versuchen Sie bitte das auch mit aufzuklären. Und ansonsten wollte ich jetzt nochmal fragen,
Also gute Beispiele jetzt auch direkt von den Schulen, was wir gehört haben, verschiedene Vorgehensweisen. Vorhin hatte ich ja schon gefragt, was für Akteure gibt es denn da eigentlich? Und ich sehe das auch im Zusammenhang mit der Frage, was können und sollen Schulen denn eigentlich alleine leisten? Und was sollten Schulen von oben, von zum Beispiel Organisationen wie in NRW, der Medienberatung oder durch das Audit, was ja quasi von oben, von Seiten des Landes, von des Instituts zur Verfügung gestellt wird, was sollen die von außen erhalten? Also wo sehen Sie die Trennung? Wo hat welche Institution seine Kompetenzen? Ja, dazu würde ich gleich gerne antworten. Das Problem ist tatsächlich dieses von oben. Von oben funktioniert nicht so richtig. Wir haben das in verschiedenen Schulversuchen, in denen wir Schulen Gutes gegeben haben, also sowohl Fortbildungen als auch Technik, als auch Kooperationspartner und so weiter, gemerkt haben, plötzlich haben sich trotzdem nicht alle Schulen gleichmäßig gut entwickelt und waren plötzlich an einem Stand, wo wir sagten, ja, da sollen sie alle hin. Das funktioniert einfach nicht, haben wir festgestellt. Schulen sind individuell, genauso wie Menschen individuell sind. Sie brauchen unterschiedliche Dinge, sie möchten auch unterschiedliche Dinge. Sie haben so viele unterschiedliche Konditionen und Bedingungen, unter denen sie arbeiten, und unterschiedliche Menschen, sodass sie ihren eigenen Weg finden müssen. Und um ihren eigenen Weg zu finden, eigene Partner zu finden, eigene Ziele zu formulieren, ist es gut, wenn man einen Rahmen hat, in dem man das machen kann. Und diesen Rahmen, sich selbst zu entwickeln, der auch ein kleines bisschen standardisiert ist, das bildet das Audit. Das heißt also, das Audit fragt nach all den Themenbereichen, die Medienbildung in Schule ausmachen. Also es ist ein Schulentwicklungsinstrument. Fragt, wo stehst du gerade als Schule oder wo steht ihr gerade als Schule und wo wollt ihr hin, wo könnt ihr auch hin, wen braucht ihr dazu, was genau wollt ihr entwickeln und weshalb wollt ihr das entwickeln, mit wem wollt ihr das entwickeln. Das sind also so noch sehr offene Fragen und deshalb ist das kein Instrument von oben, sondern es ist ein basiswirksames Instrument. Die Basis kann tatsächlich mitmachen, hat aber den Rahmen, an den sie sich festhalten kann, aus dem sie aber auch ausbrechen kann, weil wir zur Begleitung für das Audit empfehlen, sich Partner von außen zu holen. Das heißt also, das Audit funktioniert ganz allein. Sie können das sich ja mal angucken, unter unserem Bildungsserver mal runterladen. Prinzipiell funktioniert es allein. Schulen können das nehmen und das durcharbeiten für sich in einem Zeitrahmen, der ihnen angemessen erscheint. Sie können sich aber auch Hilfe von außen holen. Das macht sehr viel Sinn, wenn es zum Beispiel um die Moderation geht. Unterschiedliche Interessen. Unterschiedliche Interessen können zwischen Schulleitung und Lehrern oder zwischen verschiedenen Fachschaften sein oder zwischen verschiedenen Trägern, zum Beispiel der Schulträger, der für die Ausstattung da ist. Denkt vielleicht, was wollen die hier alles für Technik? In Wolkenkuckucksheim kann man sich das vielleicht kaufen, aber wir können das nicht leisten. Wenn aber so ein Schulträger eingebunden ist in diese Prozesse, dann weiß er, wofür brauchen das die Lehrer. Und umgekehrt wissen es zum Beispiel, können auch Lehrer einschätzen, wo die Möglichkeiten sind, die sie nutzen können aus verschiedenen Bereichen, die sie vielleicht nicht kennen von Kooperationspartnern, weil sie alle an einen Tisch gebracht werden in den verschiedenen Phasen. Also deswegen ist das eigentlich kein Instrument von oben, obwohl wir es quasi von oben, aber mit Schulen absolut basisdemokratisch entwickelt haben und in einem Schulversuch wiederum basisdemokratisch mit ganz vielen Schulen, also 16 finde ich viel für unser Flächenland, erprobt haben. Wir haben bei uns kein Instrument, so wie Sie das haben, Frau Kammerler, aber bei uns gibt es eben dieses Unterstützungssystem. Und wir bei der Medienberatung, wir sind auch für die Unterstützung der Schulträger zuständig. Und was Sie gerade angesprochen haben, es ist eben ganz wichtig, dass die handelnden Personen auch voneinander wissen. Es gibt wirklich so skurrile Dinge,
wo morgens eine Schule bei mir anruft, die ich dann auf das Kompetenzteam verweise, wo mir die Dame aber sagt, ja, wir haben jetzt Geld, wir wollen das ausgeben, und dann frage ich vorsichtig nach, wo das Geld denn herkommt, ob der Support mitgedacht ist und. Und dann stellt sich eben raus, dass die Schule überhaupt keinen Versuch unternommen hat, mit dem Schulträger zu reden, weil sie dachten, sie wüssten, wie der Schulträger reagiert, nämlich dass er sagt ihm so, ja, machen Sie mal, wir haben kein Geld. An dem gleichen Tag ruft ein Schulträger an und sagt, wir wissen nicht, was die Schulen wollen, die sagen uns das nicht. Also ganz wichtig ist es tatsächlich, dass alle Beteiligten voneinander wissen und sich austauschen. Wir können in Nordrhein-Westfalen sagen, dass es da schon sehr, sehr, sehr große Fortschritte gegeben hat. Ich mache das jetzt 13 Jahre hier bei uns im Land, und als wir angefangen sind, gab es noch viel häufiger den Fall, dass Schulen Dinge hingestellt bekommen haben, die sie gar nicht bestellt haben, einfach weil es bei einem Sachbearbeiter beim Schulamt eben, da waren 5 Jahre rum, und dann wurden neue Computer hingestellt. Und mittlerweile haben wir es, denke ich, doch, wenn nicht flächendeckend, aber doch großflächig geschafft, dass eben diese Instrumente, die wir empfehlen, nämlich das Medienkonzept an den Schulen und die Medienentwicklungsplanung bei den kommunalen Trägern, dass die eben die Basis für Investitionen bilden, die jetzt keine Investitionsruinen nach sich ziehen. Es gibt ja das Wort Laptop-Projekt ist gefallen, Netbook-Projekt, iPad-Projekt und. Es melden sich auch immer wieder Menschen, die dem Ganzen sehr kritisch gegenüberstehen. Und was sie dann häufig anbringen, sind, ja, stand doch noch letztens in der Zeitung, in den USA sammeln sie die Geräte alle wieder ein. Und da muss man eben sagen, ja, kein Wunder, also dass in gewisser Weise diese Projekte scheitern, wenn man da ein bisschen Hintergrundwissen hat, darf einen überhaupt nicht überraschen. Denn wenn Schulen etwas hingestellt bekommen, ohne Fortbildungsplanung, ohne ein didaktisches Konzept, was soll das anders passieren, als dass es scheitert? Die Schulen müssen einen Bedarf aus pädagogischer Herausforderung erkennen. Sie haben ein pädagogisches Problem. Sie haben in den Sprachen die Herausforderung, dass die Schüler zu wenig Redezeit haben. Da kann Podcast helfen, da können andere Formate helfen. Sie haben andere pädagogische Herausforderungen, und die begründen erst den Einsatz. Alles, was von oben in guter Absicht geschenkt wird, was von Sponsoren geschenkt wird oder, ohne dass das verankert ist, es sei denn, es läuft aus irgendwelchen Gründen doch gut, ist im Prinzip zum Scheitern verursacht. Deswegen unser großer Appell, alle an einen Tisch überlegen, was soll erreicht werden, was brauche ich tatsächlich dafür, brauche ich dieses Gerät, brauche ich jenes Gerät, was ist das Ziel, was soll am Ende stehen. Und in diesem Prozess haben wir eben in Nordrhein-Westfalen jetzt kein Audit oder eben wie sowas, was man direkt durcharbeiten kann, aber da eben der Hinweis drauf, in den Kompetenzteams finden die Schulen die kompetenten Ansprechpartner, um auf diesem Prozess, wie gesagt, es gibt nichts Vorgefertigtes, man sollte auch nicht irgendwas abschreiben. Medienkonzepte findet man natürlich auch in Nordrhein-Westfalen. Etwas an der Unterrichtspraxis, an der Schulpraxis ändert, dass digitale Bildung überhaupt ein Thema wird im Teil der Schulentwicklung. Und dafür brauche ich Input. Ich brauche Impulse, ich brauche gute Praxisbeispiele. Und was mir da persönlich sehr geholfen hat und auch bei uns im Lehrerteam wirklich einen ja, regelrechten Hype ausgelöst hat, ist die Teilnahme an den zahlreichen Veranstaltungen, die im Land passieren. Also ich war zum Beispiel mit einem Kollegen auf dem Digital Education Day 2015 in Köln. Den hat die Stadt Köln veranstaltet als Schulträger. Wir sind beseelt und beglückt nach Hause gefahren, weil wir gedacht haben, mein Gott, so viel Input,
wo kann man das denn jetzt, wo kann ich noch mehr kriegen und wann fange ich denn jetzt an zu arbeiten? Wir haben gebrannt förmlich davor. Genauso sind natürlich Veranstaltungen, ich war auf dem It's Learning Nutzertreffen in Bremen. Ich bin quasi mit brennend innerlich nach Hause gefahren. Und ich kann eigentlich nur jedem Lehrer ans Herz legen, so eine Veranstaltung mal zu besuchen. Selbst wenn man vielleicht denkt, ach, muss ich jetzt wirklich noch dahin? Fahren Sie hin und wenn Sie hinterher einen Haken dran machen und sagen, ja, nett, das Essen war lecker, gut, immerhin, ja, und für Sie jetzt kein Impuls dabei war, gut, dann ist es so, aber dann haben Sie es wenigstens versucht. Aber ich bin mir sicher, dass so eine Veranstaltung zu 95% es schafft, Menschen zu begeistern, den Weg, wie wir Lerner, wie wir Schüler begeistern, mit Medien umzugehen, Lernprozesse. Dass diese Veranstaltungen das schaffen. Ich kenne kein Barcamp, wo Leute mies gelaunt rausgegangen sind, sondern die sind alle beseelt und brennend rausgegangen und haben gesagt, ich muss jetzt was tun, jetzt überlege ich mir, der Kopf war an, die Rädchen haben sich gedreht. Ja. Holen Sie sich Impulse, lassen Sie sich begeistern, das passiert von ganz allein und dann reden Sie miteinander. Tauschen Sie sich aus, tauschen Sie im Kollegium aus, formulieren Sie Anforderungen und die können ganz klein anfangen. Sagen Sie, okay, wir brauchen einen gemeinsamen Platz, an dem wir Dateien austauschen können, weil die Mathematiklehrer vielleicht eben jetzt nicht mehr alle ihren Unterricht einzeln vorbereiten, sondern wir wollen ihn gemeinsam austauschen. Dann fangen Sie mit so einer kleinen Sache an. Und wenn Sie einen möglichst großen Kreis von Kollegen begeistern können, dann breitet sich das auf Feuer. Also Impulse holen und reden, das ist das, wo ich die große Chance drin sehe. Sowohl außerhalb, auch vor allen Dingen dann innerhalb der Schule, ne? Ja. Herr Stark. Ja. Achso, jetzt zum Thema. Wenn Sie noch wollen, nee. Ansonsten gehe ich nochmal zur nächsten Frage. Nehmen wir die nächste Frage. Ich hatte noch eine Frage. Wir sind ja schon ganz schön weit fortgeschritten, wie das immer so ist. Die Zeit geht unglaublich schnell vorbei. Ich wollte noch fragen, es geht ja schon auch um Medienentwicklungsplanung und da ist die Frage der Ausstattung ja auch eine ganz relevante. Wir haben jetzt auch ein bisschen was gehört, wie es in der Schule aussehen kann, dass es ganz wichtig ist, in der Schule sich abzustimmen und überhaupt erstmal auf den pädagogischen Herausforderungen Bedarfe zu formulieren. Aber jetzt würde ich auch gerne nochmal wissen, wie trägt man die denn idealerweise denn nun auch erfolgreich zum Beispiel an Schulträger an? Und Sie können die Frage entweder so beantworten oder auch nochmal mit einer Akzentuierung. Tablets sind ja momentan das Trendthema schlechthin. Sind denn Tablets nun eigentlich das Allheilmittel von allen Problemen, die wir haben? Oder ab wann macht denn eigentlich, ab welchem Grad wenn Sie ein Medienkonzept an der Schule entwickelt haben, macht es denn dann Sinn, tatsächlich sich auch Tablets anzuschaffen? Oder kann man Tablets einfach anschaffen und alles wird danach von alleine funktionieren? Das wär super, dann brauchte man nicht mehr nachzudenken, aber wir sind dann trotzdem für die Nachdenkvariante. Ob Tablets für eine Einzelschule das Mittel der Wahl sind oder nicht, das ergibt sich eben in der Arbeit oder in der Erarbeitung des Medienkonzeptes. Die Schulen bzw. die Fachschaften setzen sich hin, schreiben auf, in welcher Klassenstufe sie welche Kompetenz erreichen möchten, schreiben dazu, womit sie das erreichen möchten. Und wenn die Schule das dann zusammengetragen hat und zu dem Schluss kommt, ja, bei 80% der Dinge, die wir hier erreichen wollen, scheint die Geräteklasse des Tablets die geeignete Geräteklasse, dann hätte man jetzt hier eine Lösung gefunden. Andere Schulen kommen auf andere Ergebnisse, wie auch immer. Es gibt tatsächlich auch in Nordrhein-Westfalen im Moment so einen kleinen ran auf Tablets. Schulen, die Tablet-Klassen einrichten, erfreuen sich besonders großer Anmeldezahlen. Ich unterstelle jetzt mal allen Schulen, dass die Tablets angeschafft wurden, nachdem man sich ausführlich Gedanken um die pädagogische Nutzung gemacht hat und nicht erst gekauft hat und dann geguckt hat, was man damit machen kann, sondern erst geguckt hat, was will ich erreichen und was kann mir dabei helfen. Und dann ist man zu einem Ergebnis gekommen, ah wow, Tablets könnten mir da helfen. Dann hat man ein Medienkonzept, man formuliert die Ausstattungsanforderungen
und setzt sich dann mit dem Schulträger, wenn man vorher mit dem nicht schon eh am Tisch gesessen hat, zusammen und sagt, lieber Schulträger, hier habe ich Investitionen in den Bildungsstandort deiner Kommune. Deine Kommune ist auch ein, oder Bildung kann auch ein Wirtschaftsfaktor sein, wobei das Lernen natürlich, wie ich vorhin schon sagte, immer an erster Stelle steht, aber wenn man den Schulträger überzeugen möchte, dann kann man zum Beispiel auch mit dem Standortfaktor argumentieren und sagen, die Investitionen, die du jetzt tätigst, sei es in Endgeräte, sei es auch in Infrastruktur, wir haben ja auch schon das Stichwort Bring Your Own Device gehört, das bedeutet ja nicht, dass der Schulträger demnächst Geld übrig hat, um für was auch immer das Geld auszugeben, sondern diese Projekte ziehen ja auch andere Investitionen nach sich, wie zum Beispiel die Investition in den Breitbandausbau. Also von daher ist der richtige Zeitpunkt dann gekommen, wenn sich die Beteiligten an Schule einig sind, dass die ausgewählte Geräteklasse oder dass die ausgewählte Software oder was auch immer man anschaffen möchte, dabei hilft, die skizzierten Ziele zu erreichen. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist auch die, selbst Schulträger, die im Haushaltssicherungskonzept sind, was ja in Nordrhein-Westfalen nicht ganz so wenig sind, wenn man ein durchdachtes Konzept vorlegt, dann ist man auch auf Schulträgerseite bereit, da zu investieren. Was man natürlich nicht gerne macht, ist Geld zu investieren und man weiß nicht wofür. Aber mit einem guten Konzept spielt auch die Haushaltssicherung in der Regel keine Rolle, denn auch da geht es ja darum, dass man nachweisen kann, dass man das Geld, was ja immer noch da ist, wir reden ja nicht davon, dass gar kein Geld da ist, es halt, muss halt ordentlicher verteilt werden. Aber da hilft auch ein gut durchdachtes Konzept und die Erfahrung, die wir gemacht haben, auch mit Städten in der Haushaltssicherung, die können genauso gut ihre Schulen ausstatten wie andere, aber es ist verständlich, dass sie das tun, wenn sie ein gut begründetes, ein pädagogisch gut begründetes Konzept als Basis haben. Okay, ich weiß nicht, ob jetzt jeder noch antworten muss, nur wer jetzt noch ganz wichtig einen Kommentar machen will, bitte versuchen Sie sich kurz zu fassen. Danach würde ich gerne nochmal den Jens Neumann, meinen Kollegen, mit ins Spiel bringen, der auch nochmal die Fragen aus dem Publikum zusammenfasst. Vielleicht ganz gerne ganz kurz noch mal was sagen. Also Sie fragten ja, ob Tablets jetzt die Technologie sind, die in der Schule Anwendung finden sollte. Wenn man sieht, wie ohne Zwang sich Tablets und Smartphones komplex ausgebreitet haben in jeglichem Bereich des Lebens, dann kann man sich gut vorstellen, dass Tablets in der oder Smartphones, smarte Geräte in der Schule genauso eine sinnvolle Rolle spielen, wie sie das einfach so in der Gesellschaft tun. Allerdings glaube ich auch, wenn man es ohne Konzept, dann möchte ich Frau Giering zustimmen, in die Schule plötzlich einführen würde, irgendeine Schule plötzlich voll versorgen würde, da hätten ganz viele Menschen plötzlich ein Problem in dieser Schule. Lehrer, vielleicht sogar Schüler, vielleicht Eltern. Also es muss ein Konzept dahinter stehen. Einfach so einführen, weil es cool ist oder Spaß macht oder weil es ansonsten schon sehr verbreitet ist im gesellschaftlichen Leben. So einfach ist es einfach nicht. Ist es nicht. Okay, vielen Dank. Herr Stark holt nochmal aus. Ein kleiner Satz dazu, bitte. Ja, ich meine, wir machen ja nun schon ein paar Jahre Unterricht mit Tablets. Die Erfahrung ist einfach, wenn ich mich auch mit anderen Schulleitern unterhalte, leider ist es öfter der Fall, dass das pädagogische Konzept da ist, aber die Ausstattung nicht gewährt werden kann, weil der Schulträger eben nicht die Finanzierung in die Hand nimmt, entweder nicht kann oder nicht will. Das ist das Richtige. Aber das Konzept ist sicherlich eine wichtige Voraussetzung für den Einsatz von Tablets. Ja. Wenn man sieht, wie das jetzt bei uns schon gehandhabt wird, ich unterrichte beispielsweise Mathematik, Astronomie. Astronomie ist ja ein Fach, was es nur in den neuen Bundesländern als Unterrichtsfach tatsächlich auch noch gibt. So ein Überbleibsel aus DDR-Zeiten. Ich unterrichte das alles komplett ohne Papierbücher. Also es gibt nur noch elektronische Lehrbücher für die Schüler in den Klassen, wo ich unterrichte. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Die brauchen also, es spart nicht nur Platz in der Tasche und am Ende vielleicht auch ein bisschen Masse, was durch die Kante geschleppt werden muss. Es ist einfach eine tolle, praktikable Sache, wenn man sieht, wie man damit arbeiten kann, mit interaktiven Büchern. Wenn der Schüler eben nicht das Arbeitsblatt bekommt, sondern eine Aufgabe gestellt,
und sofort die Lösung, oder nee, nicht sofort die Lösung, sofort Antwort auf seine Lösung bekommt, weil das Buch eben interaktiv ist und sofort sieht, habe ich richtig oder habe ich falsch gearbeitet. Nicht auf dem Arbeitsblatt eine halbe Stunde rechnet und dann mitgeteilt kriegt vom Lehrer, die halbe Stunde hast du leider umsonst da gesessen, weil du es nicht kannst. So, er bekommt also interaktiv sofort eine Antwort. Er kann sich Videosequenzen im Buch anschauen. Er kann Audiodateien im Buch, die vielleicht gespeichert sind. Verschiedene, in Mathematik haben wir zum Beispiel Java-Applets, also mit GeoGebra produzierte Applets in das Buch eingebaut und so weiter und so fort. Also interaktiv als Lehrbuch, und da macht ein Tablet richtig Sinn. Es schließt ja nicht aus, ein Tablet, die modernen Teile, das sind ja nichts anderes als Computer, da eine Tastatur zu haben, ist es schon fast ein Notebook. Ja? An ein Tablet kann ich heutzutage eine Maus anschließen, dann habe ich ein perfektes Notebook und kann produzieren auf einem 10-Zoll-Monitor. Und Tablets haben den Vorteil, der Schulausstatter muss keine speziellen Möbel dafür anschaffen, dafür reicht die Standard-Schulbank aus. Und da haben wir zum Beispiel mit einem Notebook schon etwas größere Probleme. Wenn zwei Schüler nebeneinander sitzen, beide Notebook auf, da passt nichts mehr daneben. Ja? So, das ist also das, was ich vorhin in meiner Folie gesagt habe, das ist auch ein räumliches Problem. Also wir sind sehr zufrieden mit dem Einsatz von Tablets, und die haben sich, wie gesagt, in den letzten 3-4 Jahren bei uns echt gut etabliert. Dann vielleicht nochmal zur Ergänzung, Markus Wagner, ihr habt euch ja bewusst gegen Tablets entschieden, also was nicht heißt, dass ihr gar keine nutzt oder habt, aber im Grunde die Basis oder die Ausstattung für alle sind ja eigentlich Laptops, ne? Ja, also die Lehrer und die Lerner nutzen in der Regel die Laptops. Es gibt einzelne Lehrer, die tatsächlich die Werkzeuge oder das Werkzeug Tablet einsetzen. Es besteht sicherlich auch im Einzelnen mal der Wunsch, dass wir vielleicht mit Tablets arbeiten, aber für uns hat sich einfach von der Zielvorstellung her, was möchten wir machen, so wie Frau Gehring das ausgeführt hat. Wir haben sozusagen aufgelistet, was wollen wir damit erreichen, und dann war Tablet nicht das richtige Werkzeug. Ich halte den Laptop sozusagen immer noch für den leistungsfähigeren Computer, und auch gerade der Vorteil des großen Bildschirms in der Tastatur mit Druckpunkt, das hatte ich ja schon mal genannt, sind so Vorteile, die ich im Alltag, wenn man damit schreibt, wenn wir 10-Fingersystem unterrichten, wenn man sozusagen wirklich auch Produkte erstellt, die vielleicht schon eben einen fast fachwissenschaftlichen Anspruch haben oder eben in diese Richtung gehen sollen, dann halte ich den Laptop für geeigneter an der Stelle. Aber diese Diskussion, also ich würde mich nie in den Streit einlassen, was ist jetzt wichtiger Laptop oder was ist richtiger Laptop oder Tablet. Das soll wirklich jeder, der das einsetzt, für sich selbst entscheiden. Wir haben die Entscheidung halt so getroffen. Wir haben unter anderem das Platzproblem nicht, weil wir sehr große Einzeltische für die Kinder nutzen und das sozusagen auch dem Konzept eines mobilen Klassenzimmers entgegenkommt. Das kann man natürlich aber genauso mit einem Tablet umsetzen, völlig klar. Ja. Also okay. Ganz wichtig ist, dass man sich wirklich die Frage stellt, was möchte ich erreichen? Ja, vielen Dank. Also wir haben jetzt nur noch wenige Minuten übrig. Wir können auch gerne 2 Minuten länger machen, aber das will ich auch den Diskutanten und Diskutanten alles nicht zumuten, jetzt hier Überstunden zu schieben. Ich wollte meinen Kollegen Jens Neumann nochmal mit reinholen. Jens, können wir dich hören? Du müsstest dein Mikrofon mal freischalten. Ja, das hoffe ich. Was gab es in der Zwischenzeit für Fragen im Hintergrund? Ich hoffe sehr, Sie können mich hören. Einen wunderschönen guten Abend auch in die Runde von mir. Jens Neumann, Support und Service Manager von It's Learning hier in Deutschland. Wenn ich mir die Fragen anschaue, die unsere teilnehmenden Gäste gestellt haben, zunächst einmal kurz die Nachfrage an den Markus Wagner, anschließend an die Laptop-Diskussion, wie groß denn diese Laptops seien. Dann können wir dort vielleicht gleich fortsetzen. Und zum anderen teilt es sich so ein bisschen auf in zum einen die Diskussion um Hardware ist die eine Seite, aber wie schaut es aus mit dem didaktischen Konzept? Das haben wir ja auch jetzt in verschiedenen Punkten dargelegt. Aber was dann halt noch ein als sehr entscheidender Punkt genannt wird, ist die Infrastruktur für die Fortbildungen.
auf Basis dieses didaktischen Konzepts und der Hardwareausstattung. Wie schaut es aus, dass man die Kollegen an den Schulen, aber vielleicht auch in größerem Ebene qualifizieren kann? Und zum anderen auch, welchen Einfluss nehmen die Unternehmen, Hardwarehersteller einerseits, Medienunternehmen andererseits? Wie gehen Sie als Verantwortliche der Umsetzung dieses Medienkompetenzplans mit diesem Medienmacht bzw. Macht der Unternehmen um, Einflussfaktoren der Medien, der Unternehmen, nicht der Medien, der Medienunternehmen und der Hardwareunternehmen, so rum wird ein Schuh draus. Also wie werden Sie sich dieser Rolle der Unternehmen auch in dem ganzen Konzept bewusst? Und zum anderen auch die Kommunikation innerhalb der Schulen, wie sie es empfehlen vorzugehen, halt auch die interne Organisationskommunikation an der Schule im Sinne eines vielleicht auch Change-Management-Prozesses damit zu berücksichtigen, wenn ein solches neues Medienkonzept umgesetzt wird. Das vielleicht die Fragenkomplexe. Dankeschön. Und das, um das Ganze jetzt ein bisschen zu strukturieren, bitte jeder von Ihnen Experten sucht sich jetzt mal ein so ein Themenkomplex davon raus, da haben jetzt einige gehört, auf den Sie sich jetzt am besten vielleicht kompetent fühlen oder den Sie ja für am wichtigsten erachten, und versuchen das mal in 4 Sätzen zusammenzufassen, wie Ihre Antwort wäre. Fortbildung. Ich nehm Fortbildung. Ja. First come, first serve. Fortbildung, das ist sicherlich ganz entscheidend. Ohne Fortbildung funktioniert es alles nichts, und dass ein integrativer Bestandteil eines Medienkonzeptes neben der Ist-Erfassung, neben der Ausstattungs- oder neben den Ausstattungswünschen und den pädagogischen Zielen ist eben auch die Fortbildungsplanung. In Nordrhein-Westfalen, wie gesagt, haben wir die 53 Kompetenzteams, die Fortbildung für die Schulen anbieten. Ehrlicherweise muss man allerdings sagen, dass nicht alle 53 Kompetenzteams, ich sag mal, gleich gut aufgestellt sind, was jetzt insbesondere Fortbildung im Bereich der digitalen Medien anbelangt. Da ist sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben, das wissen wir auch und das gehen wir auch an. Zu den Kompetenzteams in Nordrhein-Westfalen gehören ja auch die Medienberaterinnen und die Medienberater. Hier ist es so, dass sie schon seit mittlerweile 4 Jahren alle neuen Medienberaterinnen und Medienberater, die in die Kompetenzteams kommen, die werden, es gibt ein Qualifizierungskonzept mit 6 Modulen, was diese Medienberaterinnen und Medienberater durchlaufen, was unter der Federführung der Medienberater in NRW geschieht, und diese Medienberater erhalten dann nach Durchlaufen dieser Qualifizierung, die sich ungefähr auf 1 Jahr erstreckt und in der Regel 11 Doppeltäger beinhaltet, erhalten sie auch ein Zertifikat. Und aktuell sind wir gerade dabei, gemeinsam mit den Bezirksregierungen zu gucken, welche dieser Module in welcher Form auch den Fachmoderatoren und den Fachmoderatoren in den jeweiligen Kompetenzteams näher gebracht werden können, um eben dieses, ja, die eine oder andere Lücke, die es da noch gibt, zu schließen, wenn es darum geht, wie man den Kolleginnen an den Schulen tatsächlich im Fachunterricht ganz praktisch helfen kann im Einsatz mit den Medien. Da stellen wir auch immer wieder fest, dass es da große Bedarfe gibt. Ein Tipp vielleicht noch von Schulen, die sich da schon etwas länger auf den Weg gemacht haben. Die Schulen berichten uns, dass sie gute Erfahrungen gemacht haben mit den sogenannten 5-Minuten-Fortbildungen. Sprich, ein Kollege, der sagt ihm so, ha, ich habe da was entdeckt, ich habe da was gemacht, oder ich zeige mir eben ganz kurz, wie ich mit dem Smartphone wo einen Podcast erstelle oder wie ich eine Comicgeschichte mache oder wie ich mit was auch immer arbeite, dass man sagt, große Pause und 5 Minuten nimmt man sich davon. Auch wirklich diese 5 Minuten, das kann jeder irgendwie so unterbringen. Derjenige, der das vorstellt, ist nicht übermäßig belastet, und die Kollegen, die es interessiert, müssen sich dafür jetzt nicht einen Nachmittag freiräumen oder irgendwie eine Stunde verschieben. Das ist ein kleiner Tipp am Rande. Kleine Häppchen, 5 Minuten, die Schulen, die es machen, berichten davon, dass sie damit gute Erfahrungen gemacht haben. Vielen Dank. Hat sich jemand noch ein anderes Thema aus den genannten Komplexen ausgesucht? Also, ja, ich würde mich... Entschuldigung. Können Sie? Gerne. Ach so, ja, danke schön. Ich würde mich mal in Komplex Kommunikation und Change Management stürzen. Die Erfahrung
die wir bisher gemacht haben, zeigt, dass es, da schließe ich mich dem, was Frau Gehring gerade gesagt hat, an, die, sie nannte das gerade diese 5-Minuten-Fortbildung, genau diese kleinen Punkte, dass sozusagen ein kleiner Brand entsteht und eigentlich sind es ganz viele Brände, die noch nichts voneinander wissen und dann muss die entsprechende Kommunikationsstruktur sozusagen geschaffen werden, dass diese Brände nicht irgendwie ausufern, sondern dass man eben ein gemeinsames Ziel anstrebt. Aber genau diese kleinen Impulse im Schulalltag, die, da sehe ich die Chance, dass man auch tatsächlich das ganze Kollegium mitkriegt. Denn in den meisten Fällen sind Prozesse, die man digital gestaltet, ja auch in irgendeiner Form effektiver, als wenn ich sie analog gestalte. Also ganz praktisches Beispiel, neulich hat ein Kollege in der Konferenz gesagt, jetzt meinen ersten Test mit It's Learning gemacht und das war ganz einfach hinten auszuwerten. Da musste nur aufs Knöpfchen drücken und ich hatte schon fast die Zensuren. Und daraufhin habe ich in der Folgewoche ganz viele Diskussionen, wie hat er das denn wohl gemacht? Jetzt müssen wir ihn mal fragen, die es da eben beobachtet, die es da ausgelöst hat. Und genau dieser Effizienzgedanke, dass man eben Dinge nicht zweimal macht, ja, oder dass sozusagen zwei Einzelkämpfer allein arbeiten oder eben dieser Teamgedanke, der da drin steckt und dass man dann eben auch gerade von Schulleitungssicht heraus die entsprechende Kommunikationsplattform bietet. Die muss nicht digital sein, die kann auch analog sein. Aber viel reden miteinander und diese Impulse, die gehören eben dazu, um erfolgreich eine Umwandlung von einer Haltung zu bekommen, sodass man, wenn man die richtige Haltung entwickelt hat, eben dann auch das gemeinsame Ziel sich erarbeiten kann und angehen kann. Vielen Dank. Herr Stark vielleicht noch, wenn Sie möchten. Ja, gerne. Ich hätte mir das Thema rausgesucht, externe Partner. Ich denke, es ist ganz wichtig für eine Schule zu wissen, was kann ich an Mitteln, an Methoden, an Pädagogik, an Best-Practice-Beispielen zurückgreifen. Das ist ganz oft wichtig für eine Schule zu wissen, welche Impulse gibt es da und welche Möglichkeiten gibt es, diese in der Praxis umzusetzen. Gut, ich habe einen guten Kooperationspartner als Nachbar, die sich berufsmäßig mit Innovationen in Technik und so weiter beschäftigen und dadurch habe ich viele Backgrounds und viel Wissen in der Richtung, was gibt es an modernen Medien überhaupt, was ist in Schule überhaupt einsetzbar, was ist praktizierbar und das muss ich auch wissen, wenn ich am Ende jetzt ein Konzept erstellen will, wie möchte ich Pädagogik umsetzen, muss ich Mittel, Wege und Sachen kennen. Und das ist, denke ich, ganz oft an Schulen dieses Wissen nicht vorhanden. Denn nur wenn ich weiß, was ich anstreben kann, kann ich auch ein Konzept entwickeln, wie ich dorthin komme und was ich damit pädagogisch bewältigen kann. Und das ist eine ganz wichtige Sache für Schule. Also ich erwarte eigentlich auch von vielen Institutionen, dass sie für Schule dazu arbeiten. Letzte Woche haben wir endlich mal gehabt, dass unsere Datenschützer in Deutschland sich zusammengesetzt haben und mal eine Konzeption für Datenschutz für Schulen erstellt haben. Ist noch nicht perfekt, wissen wir alle, aber es ist zumindest erstmal ein Anfang. Das ist ein Basic, das brauchen wir als Schulen. Genauso brauche ich auch für materielle Dinge Hinweise, zumindest Möglichkeiten, die genannt werden, Schulfilter und so weiter. Was kann in Schulen eingesetzt werden, was bewirken die, damit Schüler sicher im Internet arbeiten können. Ja, alles das brauche ich zumindest als Schule gewisse Grundkenntnisse, um das planen zu können. Ich brauche auch gewisse Grundkenntnisse von Netzwerk und seine Sachen. Klar muss das am Ende ein Techniker umsetzen. In der Schule, in der Lehrer soll kein Techniker sein. Alles richtig. Aber wenn ich nicht weiß, wie sowas prinzipiell funktioniert, kann ich auch eine Anforderung an diese ganze Geschichte setzen. Das existiert, diese ganze Sache, sowohl materiell als auch pädagogisch in der Umsetzung. Welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, die ich alles im Unterricht einsetzen kann? Da denke ich, da müssen viele Leute zuarbeiten und so eine Art Baukastensystem bilden, wo die Schule darauf zurückgreifen kann und sich auch dort Ideen sammeln kann.
Und das ist das, denke ich, genauso Brexit Schulen, sage ich mal. Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben, sehr weit sind, wie die von Herrn Wagner auf der einen Seite, die bei mir auf der anderen. Und da gibt es bestimmt noch etliche, die genauso gute Sachen gefunden haben in der Vergangenheit und die das so ihr eigenes Konzept hat, sowas auch zu multiplizieren. Kommt noch viel zu wenig vor. Ja, das war es eigentlich. Danke, Herr Stark. Da würde ich jetzt das quasi das Schlusswort als letzten Redebeitrag an Frau Dr. Möller nochmal geben. Dann suche ich mir noch schnell die Transparenz raus. Transparenz ist ja auch angefragt worden. Ich halte Transparenz, was Kommunikation betrifft, von allen Playern für eine ganz, ganz wichtige Geschichte in diesen Prozessen, um effizient zu sein und auch jeden mitzunehmen. Und ja, genau. Das finde ich eine ganz wichtige Geschichte und sich dafür auch etwas zu überlegen, was akzeptiert ist bei diesen Partnern. Es können unterschiedliche Dinge sein. Die einen akzeptieren, dass man mit Mailverkehr etwas löst, die anderen möchten sich persönlich treffen und so weiter. Also Transparenz ist eine ganz wichtige Geschichte. Und vielleicht zu dem letzten Komplex, der auch gefragt worden ist mit den Technologien. Ich denke, wenn man das Primat beim Pädagogischen hat und das Primat beim Lernen der Schüler hat, dann erübrigt sich ein kleines bisschen die Frage nach den Technologien. Die müssen sinnvoll sein, sie müssen einfach passen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Das würde ich dann auch als Überschrift vielleicht sogar nehmen für den kleinen Nachbericht, den ich dazu dann noch die nächsten Tage verfassen werde, wo das Video, die Aufzeichnung dann auch abrufbar sein soll. Und außerdem, wo ich dann auch nochmal die Materialien, die ja Sie zur Verfügung gestellt hatten, zum Beispiel zum Medienpass NRW, wo ich die Materialien zum Audit in Mecklenburg-Vorpommern finden kann, die Links zu den Schulen zum Beispiel und weitere Hinweise, das würde ich dann alles nochmal für Sie zusammenstellen, denn das Ganze soll ja hier heute auch zum Ziel haben, dass Sie jetzt auch mit neuen Ideen und Praxishinweisen rausgehen aus diesem Termin. Und ja, dann danke ich allen Diskutanten, allen Teilnehmern, die jetzt hier mitdiskutiert haben. Dass es auch bis zum Ende noch spannend war, zeigt, dass die meisten jetzt auch immer noch mit dabei sind, obwohl wir jetzt ein bisschen überzogen haben. Ja, wir stellen das im Nachgang zur Verfügung, nicht gleich heute noch, aber wahrscheinlich spätestens Montag. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Das war sehr erhellend. Wir haben viele Aspekte beleuchtet. Und auch die unterschiedlichen Gruppen, die mit als Teilnehmer dabei waren, waren ja auch aus Stadt, Kommunen, von Schulträgern, aus Schulen direkt, verschiedene Rollen mit dabei. Ich hoffe, jeder hat auch so seine Erkenntnisse hier heute draus gewonnen. Also vielen Dank, dass Sie dabei waren und einen schönen Abend noch. Und bleiben Sie bitte dran, die Teilnehmer jetzt für die kurze Umfrage, die gleich noch erscheinen wird. Danke an Sie. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss.